Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Mein Name ist Lord Yoda. Und wir wollen jetzt Eisen transportieren, mehr oder weniger. Nee, Wasser. So heißt das. Komische, flüssige, nasse. Wie komme ich jetzt auf Eisen? Weil Eisen fehlt. Genau, das war's. Naja, egal. Und dafür würde ich sagen, bauen wir ein paar Pipe to Ground Long. Fünf Stück. Ja, das kann sogar für einen Anfang reichen. Und ja, wie machen wir das Ganze? Eigentlich können wir gleich hier oben anfangen. Was hat das denn für eine maximale Länge? Wenn wir jetzt hier beginnen würden, kämen wir bis dahin. Ja, das passt ja. Um danach. Hä? Hä? Wie auch immer. Um dann hier rüber zu kommen. Und zwar bis dahin. Okay, die kann man tatsächlich nicht direkt verbinden. Ist ja schräg. Aber okay, kriegen wir schon hin. Lalalala. Und vielleicht noch zwei. Gut, das Ganze sollten wir mit Rohren auffüllen. Einmal hier, da haben wir jetzt schon Wasser. Gut, dann weiß ich, ich muss nicht weiter. Dahin, 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 dahin. So, und jetzt müssen wir mal hier auf jeden Fall mal hoch mit Wasser. Das heißt, einmal geht noch. Also von hier bis hier ungefähr. Und dann bis dahin. Und bis dahin. Und ich habe offiziell keine Eisenplatten mehr. Aber zumindest mal Brass Alloy. Sehr cool. So, dann rennen wir mal hier rüber und holen uns nochmal ein paar Eisenplatten. Das Hauptproblem hier ist nämlich, dass da einfach zu wenig gleichzeitig transportiert werden. Ich glaube, ich ändere die Kiste hier drüben, dann können wir nämlich hier noch einen zweiten hinschmellen. Ja, das machen wir. Also, hier kommt noch einer hin. Der kriegt auch ein rotes Signalkabel. Danach da. Und zwar das Eisenplatten. Und das ist Titanium. Eisenplatten weniger als 1000. Okay, mehr als den kann er eh nicht transportieren. Okay, passt. Und jetzt der andere, der komischerweise grün war. Ich glaube, der war einfach mit Logistiknetzwerk verbunden. Setzen wir da oben hin in eine Anbieterkiste. Und du arbeitest so lang. Was haben wir hier? Bündel. Bündel, wo waren die denn hier? Weniger als, keine Ahnung, 200. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel wir da hatten. Auf jeden Fall sollte das jetzt ein bisschen schneller gehen. Weil hier dann jetzt einfach mal zwei da arbeiten. Können wir noch keine roten reinsetzen? Schade. Okay. Auf jeden Fall, ich habe ein bisschen Eisenplatten bekommen, das ist schön. Und jetzt, was wollen wir damit anfangen? Richtig, Rohre. Rohre wollten wir ja damit herstellen. Damit wir da irgendwie durchkommen, durch das Gewühl.
Nee, mach mal anders. Eins und dann ein paar hintereinher. So, und zwar, wir wollen da ungefähr raus. Bis wohin kommen wir? Oh, bis ganz runter. Dann können wir nochmal gucken. Wir kommen bis maximal da. Und da brauchen wir eigentlich gar keinen Long. Da reicht ein normales aus. Waiting for Rohre. Bis dahin. Sehr gut. Und jetzt müssen wir noch darüber irgendwie. Das heißt, irgendwie sowas in der Art würde ich vorschlagen. Na, ganz knapp. Dann so. Und bis dahin und bis dahin. Wobei du kannst noch eins weiter. Da. Wunderbar. So, Rohre. Noch ein paar, um das Ganze zu verbinden. Und wir haben unsere ersten Electrum Alloys. So, 45 brauchen wir davon und 45 Gears brauchen wir. Okay. Die Gears waren ja wo? Da unten. Dann nehmen wir einfach mal alles. Brass Alloy haben wir, glaube ich, gerade da nicht gebraucht. Nö. Nur Electrum. Konnte man das beschleunigen? Nö, leider nicht. Ach du. Aber man könnte das Ganze natürlich erweitern. Was wir vielleicht machen sollten. Keine Ahnung, ob wir das noch öfter brauchen werden, aber. Oh. Stahl. Nicht genügend Stahl. Dann bringt mir doch mal Stahl. Wie viel bringen die mir keinen Stahl? Warum ist hier. God damn it! Tut das da raus! Mann, ey. Mann, ey. Weißt du was, du komische Baumfarm? Jetzt ist auch mal wieder gut. Kann man die irgendwie abreißen? Ich bin versucht, diese Baumfarm abzureißen. So. Das ist nämlich gerade. Ist doch kein Zustand mehr. Was wir hier an Holz haben. Wunderbar. So, irgendwas Interessantes noch? Macht einfach mal weiter. So. Da geht's ja halbwegs. Und dich setzen wir jetzt einfach darüber. Und gut ist. So. Dann läuft hier mal wieder was. Und ich krieg vielleicht auch mal wieder Stahl in meinem Inventar. Das sollte man vielleicht mal ein bisschen beschleunigen. Also nochmal ein Schmelzofen. Und so weiter. Konnte man eigentlich Stahl auch so herstellen? Ja, mit Liquid Carbonated Iron. Ist schon recht. Wir haben auf jeden Fall mal jetzt genügend, dass wir unseren ersten Roboport MK1 herstellen können. Und vielleicht den zweiten hinterher.
Und am besten bauen wir dafür. Habe ich da nur eins gebaut und das ist noch nicht fertig? Schade, ich dachte, das wäre schon das zweite. Ja, dann warten wir da einfach noch kurz. Ah, was wir auf jeden Fall noch machen sollten, wäre die Nachfragekisten für unsere Loks. Wobei, ja, ich würde sagen, du kannst auch so fahren. Tschüss. Da ist ja erstmal ein bisschen Koks drin. Das wird schon reichen dafür, dass wir die hin und her kriegen. Und dann passt das. So, du standst ungefähr da und du standst ungefähr da. Einmal Strom, zweimal Strom. Dann wird das schon. Ja, Wasser müssen wir noch irgendwie rüberkriegen. Kann man das irgendwie drehen, dass das nicht so blöd ist? Nö, kann man nicht. Schade. Da. Du stellst auch Electrum. Ja, gut. Was? Oh, Gold fehlt. Weil, ja, Gold fehlt. Genau. Gold fehlt, weil Gold fehlt. Das ist auch eine Aussage, die man erstmal so nachmachen muss. Aber Roboport MK1, der hat ja hier eine viel, viel größere Reichweite. Was ich mal sehr praktisch finde. Den werden wir da hinstellen. Ja, genau da. Und dann kriegt er noch Strom. Irgendwie. Irgendwie will dem keiner Strom geben, weil die anderen Strommasten alle zu weit weg sind. So, jetzt so. Und dann kommen auch schon die ersten Roboter angeflogen, die mich hier nämlich jetzt auch erreichen können. Und das Coole daran ist, dass wir jetzt hier diese ganzen Sachen, die wir herstellen, ans Logistiknetzwerk anschließen können und somit nicht mehr so weit rennen müssen, beziehungsweise Sachen transportieren müssen. So, du kommst dahin. Wo geht sich das aus? 1, 1. Das ist im Weg. Perfekt. Hä? So, jetzt aber. Jo, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Wunderbar. Das Logistiknetzwerk wird immer größer. So, wenn jetzt hier Gold wieder zurückkommt, haben wir auch, ja, dann wieder hier ein paar mehr Platten. Und ich würde sagen, das machen wir so. Hier laden wir aus, hier laden wir aus. Das Ganze auf ein Band. Und dieses Band, das eigentlich eher so rumfahren sollte, lädt hier ein in eine passive Anbieterkiste und diese Nachfragekiste können wir mal kurz da und dahin stellen und Koks 50 oder 100 auch wurscht und hier auch Koks 100 und wir haben Gold. Ach du Schande. Doch einiges. Ja. Passt doch. Wunderbar.
Ja, genau. Hier wollten wir noch eine passive Anbieterkiste und dann haben wir hier Electrum Alloys drin. Yay. Da kommt das Koks angerauscht. Das passt auch in die Kiste rein und hier dasselbe. Wunderbar. Perfekt. So gefällt mir das. Du darfst auch noch nach unten. So, geht doch. Ja, da passiert gerade nichts, weil ich es irgendwie geschafft habe, dass kein Wasser reingeht. Ah ja, weil ich es noch nicht verbunden hatte, weil ich keine Rohre hatte jetzt. So. Perfekt. Also, wir haben Electrum. Und wir haben hier unten, was wir auch gleich in eine Kiste packen werden. Also nochmal zwei Passive Provider. Was fehlt? Stahl. Kann mir jemand Stahl geben, bitte? Danke. Zwei Stück noch. Ja, ich würde sagen, da produzieren wir einfach so viel wie gut ist, oder? Weil, warum nicht? Einmal hier. Und sobald ich noch einen Stahl habe, eine da. Du brauchst noch Strom. Ich meine, da ist zwar recht viel drin, aber dann füllen die die halt. Ist mir doch wurscht. Was soll man sonst mit dem Zeug anstellen? Ah, sehr gut. Passive Anbieterkiste. Und dann haben wir auch Brass Gears. Na gut, wahrscheinlich haben wir jetzt ein bisschen zu wenig Bronze für beides, aber dadurch, dass das eigentlich ja, genau in der Mitte liegt, sollte das eigentlich passen. Und irgendwann sind auch diese Kisten voll. Wie viele Slots sind das? Passive Anbieterkiste. 48 mal 128 sind irgendwelche 48.000. Ja, viel, aber mei. Passt schon. Das passt schon. Wunderbar. Ansonsten gefällt mir das jetzt mittlerweile echt gut. Können wir jetzt eigentlich schon. Ja, das nächste wäre jetzt eigentlich noch Tungsten, was wir uns überlegen könnten. Oder was wir auch noch machen könnten, wäre, wir wollen jetzt auch die neuen Sachen, also Brass Alloy immer 50 vielleicht. Die Brass Gears 100. Und was habe ich vergessen? Electrum, genau. Electrum auch so 50. Oder zu wie viel stacken die? 256. Okay, dann können wir da 200, 100 machen. Machen wir 200. 200. Und die stacken auch zu 256. Dann machen wir da auch 200 draus. 200 finde ich irgendwie immer schöner als 156, also so Electrum Brass, wunderbar. Und Gears, genau, die haben ja nur zu 128 gestackt. Das ist toll, weil dann können wir jetzt hier diese ganzen Sachen immer sofort herstellen. Und das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Dann können wir. Ah, Tungsten fehlt jetzt noch, okay. Tungsten fehlt und ich kriege keinen Stahl. Warum kriege ich keinen Stahl? Keine Ahnung. Aber ich werde hier auch noch einen intelligenten hinstellen. Du arbeitest, wenn unter 1000. Ja, dann mach doch mal Stahlträger. Stahlträger weniger als 1000. So, wenn da doppelt so viele arbeiten, ist die Chance natürlich größer, dass sich das wieder füllt. Ich habe eh die Befürchtung, wir wollen da viel zu viele
wir haben hier Stellen so. Wieder ein paar. Gut. Dann bleibt eigentlich nur noch Tungsten so von den grundlegenden Sachen, die wir noch brauchen. Und Tungsten haben wir da oben irgendwo. Hier oben irgendwo. Und was wollen wir denn herstellen? Wir wollen auf jeden Fall mal Liquid Tungsten herstellen. Und das kann man dann hier ja, direkt zu diesen Gears machen. Ich glaube, oder doch, Tungsten Plates gäbe es auch. Ja. Aber wie auch immer, das ist auf jeden Fall mal hier oben. Ich schaue mal wieder mal in meiner schlauen Liste nach. Und zwar Tungsten hatte ich gefunden bei minus 1, minus 12. Minus 1. Also da. Da. Genau. Dann werden wir hier mal ein paar Tower aufstellen, die schon mal irgendwie halt mit Strom verbinden. Und jetzt noch schauen, dass wir irgendwie an Strom rankommen. So. Perfekt. Dann können wir das eigentlich wieder ausmachen. Und eine Runde bohren. Ja, und dann fehlen uns jetzt natürlich wieder Alien-Artefakte. Und ich würde vorschlagen, wir bauen jetzt erstmal noch so zwei Roboports. Die größeren, damit wir die hier oben hinstellen können. Damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Wie sieht das denn jetzt aus? 400. Aha. So sah unser Schema aus. Richtig, richtig. 2. 3. Eigentlich muss ich gar nicht so weit laufen. So. Wahrscheinlich reicht es nicht aus. Weil ich zu viele in Auftrag gegeben habe, aber... Ja. Oh, Moment. Da kommt gerade so ein Schwarm von Robotern. Das müssen wir uns anschauen. Das hat schon was. Das hat schon definitiv was. Was fehlt? Eins. Es fehlt echt nur ein einziges. Ja, das soll ziemlich schnell gebaut werden. Da mache ich jetzt mal keinen Gedanken. Jo. Die brauchen etwas. Kann ich die ersetzen? Nö. Sehe ich das richtig? Einer davon ist so breit wie zwei davor. Okay. Nett. Dann setzen wir den jetzt wirklich mal da oben hin. Ist zwar eigentlich komplett ab vom Schuss. Aber dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Da kommen sie auch schon. Die letzten. Keine Ahnung, warum die sich so viel Zeit gelassen haben. Und was brauchen wir noch? Große Strommasten, um da irgendwie hochzukommen. So. Wunderbar. Hä? Hä? Ah, jetzt. Davor hat er mir irgendwie nicht angezeigt, dass da auch einer ist. Komisch. Keine Ahnung. So. Eigentlich gefällt mir das nicht, dass... Na, das ist doof. Dass wir hier irgendwie mal inkonsequent waren mit dem Schachbrettmuster. Das
Das heißt, ich müsste das eigentlich irgendwie so machen, um das die Lücke mal zu füllen. Aber da ist der eigentlich viel zu groß für. Wobei, wurscht. Jetzt haben wir's. Gut. Dann können die nämlich jetzt fast überall drüber fliegen. Und ja, ich kann mich auch ziemlich frei bewegen mittlerweile. Ohne die ganze Zeit aus einem Netzwerk rauszulaufen. Doch, das ist cool, das ist echt cool. Haben wir eigentlich schon die hier? Ja, das waren die Highly Advanced und die Tungsten. Genau. Richtig, Tungsten. Für Tungsten brauchten wir ja mehr Alien-Artefakte. Und was haben wir nicht mehr? Richtig, Alien-Artefakte. Dementsprechend werden wir jetzt mal wieder zu unserer Artefaktfarm fliegen. Fliegen? Fahren. Und mal schauen, was wir da so anstellen können. Beziehungsweise mal schauen, ob wir da an mehr ja, Artefakte kommen. Die Frage ist, sollen wir groß was machen oder warten wir einfach, bis irgendwas passiert? Oder warte ich einfach, bis was passiert, um euch nicht zu langweilen? Ja, ich glaube, ich werde mich jetzt hier so ein bisschen hinstellen. Bisschen warten, bis was passiert. Ping, ping. Ja, und dann. Oh, nee. Ich werde da hochrennen. Wie hießen die Station? Mysteria. Wir fahren jetzt nochmal schnell zu Mysteria und finden raus, was da passiert ist. Wir erinnern uns, da war ja gerade vorher wieder ein Angriff. Ach du Schande, da hat jemand die Wendeschleife vergessen. So, ich hoffe, ihr wollt Zug fahren. Ich hatte es eigentlich gerade nicht vor, aber naja, irgendjemand hatte ja schließlich ich die Wendeschleife vergessen und drum fahren wir dann noch eine extra Runde. Ole, ole. Nee, also ich muss sagen, das mit dem Zug macht mir echt Spaß und mir gefällt es jetzt auch, dass sich so ein bisschen mehr bewegt auf der Welt. Dass wir jetzt schon so ein paar. Wer hat denn die Station da hingebaut? Ach so, ich. Ganz schlau. So. Oh ja. Da war doch einiges. Dann sammeln wir das mal auf. Aber ja, anscheinend sind sie nicht wirklich durchgekommen. 54 Stück. Ja, da wird sich mal so ein Sammler, Artefaktsammler, wo ist denn der? Hier. Artefaktsammler vielleicht lohnen. Müssten wir mal uns überlegen. Artefaktfarm. Das ist ja das von Fmod, was im Prinzip das macht, was ich hier unten kompliziert mit Fließbändern löse. Wobei ich sagen muss, das Lustige an den Fließbändern ist, hey, der musste warten auf uns, ist, dass in der Zeit, wenn wir hier halt die ganz schnellen haben, niemand hochrennen kann, was eigentlich ziemlich lustig ist. Ich werde hier mal noch ein bisschen kurz ersetzen. Und zwar genau die oberen Reihen, wie weit ich dort hinkomme. Ich müsste sogar genau. Ich krieg sogar von hier noch welche. Naja, macht mal. So, weil die Viecher kommen jetzt hier einfach gar nicht mehr hoch, weil es viel zu schnell ist für die. Die langsamen Mistviecher da.
Und naja, wenn die Sachen hier schneller hintransportiert werden, ist das auch nicht schlecht. Genau, gib mir mehr Fließbänder. Ich schau mal, dass ich die irgendwie da hinkrieg. Oh, es kommt dann dicker. Oh, und jetzt können wir das mal kurz sehen. Also, es schießen alle drauf und die, ja, Akkumulatoren sind halt einfach mal gefragt. Ja, bei zwei von den Viechern ist das noch okay. Aber wenn das jetzt halt die ganze Zeit wäre. Ah, was auch neu ist, was man jetzt mal hier kurz sieht, so rot und so. Wenn das jetzt hier die ganze Zeit ist, haben wir halt ein kleines Problemchen. Weil es einfach ein bisschen viele Türme sind, die wir hier haben. Aber wie gesagt, so einer ist kein Problem. Da, ja. 200 Megawatt im Vergleich zu nichts. Ja, das sieht sehr cool aus. Also wie die Akkumulatoren sich dann halt zwischen den Angriffen wieder füllen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben hier. Haben wir eigentlich nicht. Ich dachte, wir hätten hier Umweltverschmutzung, dass jetzt hier die ganz Dicken kommen. Aber das Tolle ist, der ganz Dicke ist einfach so langsam, dass er es gar nicht schafft, hier hoch. Kann ich da einen richtig Dicken anlocken? So einen Kühn weiter, das wäre lustig. Aber ich bezweifle es. Ich bezweifle es leider. Naja, wie auch immer, ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen vergnügen, sozusagen. Und gehe jetzt mal zwei Schritte weg, weil das ist ja nicht mehr auszuhalten, wie laut das ist. Und bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir dann hoffentlich. Es ist übrigens komplett sinnlos, was ich hier gerade mache. Weil ich kriege ja niemals Alien-Artefakte, wenn wir das so machen. Fällt mir gerade auf. Also 10 Stück brauchen wir. Die 10 werde ich jetzt abwarten. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. Ja. Sage ich mal. Das, was ich gerade schon gesagt hatte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.